Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich zähle nur 11. Okay, wir sollen Leute treffen. Habe ich einen? Habe ich nicht. Habe ich nicht. Okay, aber jetzt ist hier wirklich irgendwo noch ein Haus? Hier? Wo noch irgendetwas ist, oder wie? Okay, wir gehen scheinbar jetzt erstmal zum Strand. Hi. Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung. Nee. Wo bin ich? Ach, da ach, oben. Entschuldigung, ich bin verwirrt. Hi. Daisy and I are just 50 laps around the beach and we are planning on doing another 50. We are getting stronger and stronger every day. If we keep this up, we are bound to achieve greatest no time. Ja, dich habe ich ja schon kennengelernt. Guten Tag. This beach, ja, ja. Ich will nur kurz mit denen reden mal. Das da hinten haben wir noch nicht. Okay. Das ist auch noch geschlossen da. Okay. Aber hier waren wir noch nicht. Stop. Get back here at once. My sincerest apologize for disturbing you. Oh Gott, oh Gott. James, did you catch her? Oh. hello there. I don't think I have seen you around before. My name is Latsuli. What's your name? Kaste. Kaste, that's such a lovely name. Bist du für eine? It's very nice to meet you, Kaste. This is my darling little Bella. She may seem innocent, but she can be quite the troublemaker. So, would you like to come inside for tea, Kaste? I'm not sure that's a good idea, Lady Lazuil. But inviting Kaste in this in is the least we could do after Bell causing so much trouble. That's true. Als Jude, ich mag eh keinen Tee. Gib mir einen Schnaps. Pardon my hesitation, Kaste. You are always welcome to go inside and so. Please come in, Kaste. There is so much I want you to talk about. After you. Wow, Kaste, you are a farmer. That's amazing. It would be wonderful if you could show me around your home one day. It must be beautiful. I'd love to learn everything about raising crops and blobs. Maybe I could even help you with farm work. Mein Gott, bist du aufdringlich, Mädel, Alter. Bist du rollig oder was? Oh, perhaps we could even... Meine Güte! Lady Lazuil, are you alright? I'm fine, just a little bit lightheaded.
My deepest apology, Case, but Lady Lazuil needs to return to her room. I'm sorry, Chris. Case, promise you will visit me again soon? Ich habe das Gefühl, dass sie eine Krankheit hat und hier ein bisschen eingesperrt wird und deswegen so ein bisschen rollig ist auf alles, oder? I will look forward to your next visit then. Take care, Case. Ich habe das Gefühl, dass sie krank ist. As you can see, Lady Lazuil's health isn't very good. Her condition keeps her housebound at most days, so she tends to get lonely. Spot and I can only do so much for her. Even Belle does little to soothe the loneliness in her heart these days. Could I trouble you to keep Lady Lazuil company once in a while? Thank you, Case. Feel free to visit whenever you wish. Our door is always open for you. Dankeschön. So, jetzt haben wir eigentlich alle getroffen. Ne, da ist noch einer am Wasserfall. Wo bin ich? Da, den können wir rechts und rechts. Und da ist auch noch einer am Zug. Okay. Am Zug. Das ist kein Zug. Wo bin ich? Völlig falsch. Ich habe mich so verlaufen hier jetzt schon. Dann gehen wir mal zum Bahnhof. Da soll noch jemand warten. Miau, miau, miau. Miau. Watch out! Na, du musst aufpassen, du fährst hier. Jeez, I almost crashed right into you. Didn't your parents teach you to look to two ways before crossing the street? Bestimmt für eine Hampel. My bad, I didn't mean to yell so loud. But that was a close one. I'd have noticed you 1 second later, you would be swimming with the fishes. Or is it fish? Whatever. Steamboats might look like fun toys, but they can be dangerous if you are not careful. Don't jump out in front of one like that again, okay? Ich sag da mal nichts zu. Nice! We are all good now. Sorry again for almost killing you. I don't think I've seen you in town before. What's your name? Sag ich nicht. Ah, scheiße, Case. Oh, Case, you are the new kid in the town that everyone's been yapping about. The name's Jasper, and this here is my little buddy Griffin. Pleased to meet ya. You live on that farm in the corner of town, right? I've passed by it a couple of times before you moved in. Your property freaking huge. You could build your own civilization there and call it Case Town. If you are bored or need someone to show you around, you can always kick it with me and Griffin. We know... We know all the cool spots in town. Ich glaube nicht, dass ich mit dir abhängen will. Ich schätze deinen IQ-Wert tatsächlich ziemlich gering ein. Hang out with me enough and I might just give you a steamboat. No promise, thought. These babies don't come cheap. Anyway, got one. It was nice chatting with you. Later, newbie. Ich will nur wirklich nicht mit dem. Also, nee, also... Danke für den Skillpunkt, Jasper. Jasper ist übrigens ein furchtbarer Name. Okay, wir haben jetzt noch ein Herzchen da unten. Und dann müssen wir rein theoretisch alle Herzchens haben. Und dann haben wir uns in der Stadt vorgestellt. Bei all den Liebhabern. So, ich muss bestimmt hier lang. Ey, richtig. Gut. Man nennt mich auch den Wisser. Weil ich halt immer weiß. Weißt du? Hold it right there.
Vorsicht, flieg weg, Libelle, flieh, flüchte! Mein Leben hat ein Bärse. Nein! Er hat sie getötet. Woo-wee, a perfect catch. This has to be one of the might biggest yet. Die Jungs sind ja eher so ein paar Pfeifen, oder? Sorry, aber die Jungs sind Pfeifen. Alter, pack die Libelle nicht so am Schwanz. Was ist los mit dir? Wanna take a look at her? Nein! Lass sie frei, du Tierquäler. Nimm deine Hände von ihrem Schwanz. Come on over, don't be shy. Guck mal. A really beauty, isn't it? This wonderful creature here is called the Purple Dragonfly. Purple dragonflies aren't actually native to Clovertown. They were brought here a few decades ago through overseas trade. A couple of them hitched a ride on shipping crates and ended up staring entire generations of purple dragonflies here in the valley. According to my calculations, this one might be the biggest one recorded over the past 5 years. This is great. Giants like this are a sign that the species is thriving. Jetzt lass den Schwanz los, Mensch. Du hältst sie fest wie, was weiß ich. Alright, time to release her. Jetzt touchdown-mäßig auf dem Boden, oder was? There she goes. Hopefully she will be the start of yet another generation of purple dragonflies. So, fancy meeting you out in the open like this case. Don't be so surprised. I know your name. I've heard a lot about you. Pardon me for taking so long to introduce myself. I'm Emerald and I'm the Dranger of Clovertown. Pleased to meet you. As a ranger, my job is to keep Clovertown and its surroundings area safe. That includes everything from taking care of the environment to keeping troublemakers out of our community. My ultimate favorite duty is catalogisierung all of the flora and fauna that live in our valley. As you probably guess, I love being out and about and close to nature. It's where I feel the most at home. Oh, by the way, this is Delia. She and I have been together for a long time. Wherever I go, she does so she does. Weg, Mann, riech mir nicht im Schritt rum. Na, riecht nach Blume, wa? Would you like that? She like you already. Delia's nurturing type, so don't be surprised if she get affectionated with you. Ja, ja, keine Ahnung, was das bedeutet, deswegen alles gut. You don't seem to be carrying a bug net with you. Why don't you take mine then? Think of it as a welcome gift for me to you. Danke, bin sowieso voll. Here you go. I hope it comes in handy. I appreciate the gift. Haha, don't mention it. Much like fishing, bug catching is a test of luck, skill and patience. Chances are you will scare off a bunch of them before getting your first catch. Don't be discouraged when that happens through. It's important that you keep trying your best, no matter what. Before you know it, you will be a pro. Show me your catches from time to time. I'm expecting you to nab a giant one of these days. If you ever notice any trouble around town, report it to me right away. It's my job to protect the peace in Clovertown after all. It was nice talking to you, Case. See you around. Sehr gut. Hier ist zwar noch ein Ausrufungszeichen, aber es dürfte sie eigentlich nicht sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe erst 10. Warum habe ich erst 10 von den Dödeln? Aber mehr sehe ich jetzt so auch nicht. Naja, gut. Aber wir können ja nochmal mit Little Hiddle reden hier. I'm curious, Case, what excites you the most about farming? Kultiviert, bountiful of this da. Ja, ich wusste, dass du das liebst. That's wonderful to hear. Starting off your farm is the hardest part, so take your time with it.
I hope you have many, many plentiful harvests in the seasons to come. Klar, ich mache euch euer Geschäft streitig oder noch bist du pleite. So, was möchtest du denn jetzt? Möchtest du irgendwas? Not in early access. Hey, Kay. Hey there, Kay. There to join. Ja, ich würde. Maybe later. Well, no rush. Nur für Mitglieder. Ich vermute mal, das wird einfach nur unsere Farming-Aufgabe sein, ne? Also der Bereich ist noch nicht frei, aber das andere. Ich werde jetzt zurück zu meiner Farm gehen und wir werden mal speichern. Und mal für heute Feierabend machen. Jetzt haben wir ja alle eigentlich kennengelernt. Ja, die konnten wir auch... Aber es scheinen noch welche zu fehlen. Denn das heißt 13. 13 Stück, ne? Aber wir haben keine 13. Naja, gut. Ich sehe jetzt auch tatsächlich nicht den Skateboard-Dude. Also vielleicht werden sie auch nur nicht immer alle noch auf der Karte angezeigt, weil sie gerade woanders sind. Kann ja auch sein. Da ist Latsu. Den rede ich mal ganz kurz an, weil er ein Arsch ist. Do I know you? You bumped into me after the Clover Cup. So that was you. At least get your facts straight before talking to me. You bumped into me. Don't like what I'm saying? Then do us both a favor and get off my face. Meine Güte, der ist aber auch ein Typ. Er ist halt einfach ein Typ. So. Er ist ein Arsch. Sagen wir es einfach so, wie es ist, ein Arsch. So, ich rede mal, ich spreche sie nur mal ganz kurz an. Weil das erhöht Freundschaft. Taking a break, Papa? Yes, my back's starting to arch after standing for so long. Then why don't you dance with me and Maya? Moving around a bit should relax your muscles. Maybe another time. Their joints don't work like this used to. Oh, alright. Just let me know if you need anything. I miss the days when Papa used to dance with me. Ach Mensch, ja, dein Vater wird halt immer alt. Und hat keinen Bock mehr auf Tanzen. Na gut, ich gehe aber wirklich jetzt erstmal auf meine Farm. Die Karte verwirrt mich immer noch, weil ich dumm bin. Das ist die beste Erklärung dafür, warum mich die Karte verwirrt. Ich bin halt einfach dumm. Macht aber nichts. Da will gar nicht ganz toll tanzen. Erzähl das bloß nicht, ich habe den Namen vergessen. Citrin. Oh, ich habe Post. Ah ja, stimmt. Warte mal, dann lass uns mal... Weil den ganzen Kappes brauchen wir ja tatsächlich nicht. So. Danke. Danke. Ja. Dann können wir ja... Geht das theoretisch? Also... Es geht. Okay. Wir können auch Bäume hassen. Clover. Ach. Clover, ja. Ja. Kann ich aber auch. Wollte ich nur sagen, wir kriegen jetzt eh zu hören, dass wir voll sind. Okay, also wir haben jetzt Werkzeug. Das behalte ich tatsächlich mal. Das möchte ich einmal mal behalten, weil wir ja da Clover spenden dürfen. Versuche meine Truhe zu fangen. Okay. Ja, aber wie gesagt, ich werde jetzt erstmal speichern. Wir könnten eigentlich auch schlafen gehen, oder? Dann wäre morgen frischer neuer Tag.
Ich konnte es mir fast denken, dass mein Tool zu weak ist. Okay. Ja, wir werden einfach einen neuen Tag steigen, weißt du? Das ist, glaube ich, am besten. Deswegen save ich jetzt erstmal. Ich weiß, er macht auch Autosave, aber ich will trotzdem manuell Save haben. Man weiß ja nie. Und jetzt schlafen wir bis zum nächsten Tag. Und wir sehen uns dann morgen wieder, ne? Also, bis morgen. Tschüss. Ich mache jetzt erstmal Feierabend. Bis morgen. Tschüss.